Am Gymnasium mussten wir in der 11. Klasse ein Praktikum machen und dann meinte mein Vater, guck doch mal bei Böllhoff. Und dann fand ich das auch sehr interessant alles und da war mir eigentlich schon von vornherein klar, dass ich hier super gern hin möchte. Also war nicht dieses typische Ausbildungsgespräch da, sondern so ein bisschen so eher so, ich rede ein bisschen wie mit meinem Vater, sage ich mal. Nicht so kumpelmäßig, aber schon so ein bisschen lockerer. Und dachte ich, geil, hier bewirbst du dich. Unser Ausbilder hat gesagt, okay, dann wir geben dir eine Chance und mit der Sprache auch irgendwann wirst du verbessert. Dann ich habe gemerkt, okay, das ist was für mich, dann ich habe mich beworben. Dass sie halt mehr darauf gucken, ob du willst und nicht, was die Noten so sagen. Man wird schon stark eingebunden. In der Stammabteilung befindet man sich während der Ausbildung die meiste Zeit. Man durchläuft zwar andere Abteilungen, aber man hat so sein gefestigtes Team. Und in jeder Abteilung ist eine Person für die Azubis verantwortlich. Wir hatten ja die Azubi-Fit-Woche. Das ist ja eine Woche, wo dann alle Auszubildenden nach Bielefeld kommen. Wir haben ja ganz viele Seminare, Gesundheitstage. Und man wird da in der Richtung schon wirklich sehr gut geschult. Wo steckt denn Böllhoff überall drin? Ja, überall, wo man zwei Dinge miteinander verbinden muss, da steckt Böllhoff drin. Eigentlich jeder große Autobauer verwendet mindestens eins unserer Produkte. Sieht man hier, dass hier Gewindeeinsätze drin sind. Und dann kann man die Gitarre mit dem Gewinde an den Body festschrauben. Ich habe hier ein wunderschönes Produkt aus schwarzem Kunststoff. Sie können es jetzt leider nicht anfassen, weil Sie vor Ihrem Fernseher zu Hause sitzen, aber Sie können jetzt anrufen. Bevor ich angefangen habe bei Böllhoff hier, da war mir das überhaupt nicht klar, wo das überall drin steckt. Dann hat man natürlich auch die Abwechslung und kann sich dann natürlich auch für Produkte entscheiden, die man interessanter findet und dass man dann in den Bereich dann auch mehr geht. Also zum Beispiel beim Auto, dann sage ich mal ganz stolz, ja, das sind unsere Böllhoff-Schrauben. Und ist es cool, für so ein Unternehmen zu arbeiten, dass in so vielen Produkte am Ende drinsteckt? Auf jeden Fall. Ist schon geil. Macht schon Spaß. Ich sag mal, auch während der Ausbildung hatte ich jetzt nicht das Gefühl, als niedriger, kleiner Azubi behandelt zu werden. Es ist schon eher auf Augenhöhe. Man wird da herangeführt und wird voll integriert und hat dementsprechend seine Aufgaben und hat auch Mitspracherecht. Es unterscheidet sich in der Hinsicht, dass wir einfach ein Familienunternehmen sind. Also es ist alles sehr familiär hier, also auch mit den Geschäftsführern. Erstaunlicherweise kennen Sie fast jeden, wirklich, also jeden mit Namen, jeden Mitarbeiter und auch ein Stück von der persönlichen Geschichte. Das hat mich am Anfang schon schwer beeindruckt, gerade auch bei der Personenanzahl hier am Standort. Das fand ich schon sehr faszinierend. Ich gehe hier übers Firmengelände und Herr Wilhelm Böllhoff, der grüßt mich einfach und sagt Hallo. Und er weiß, als damals habe ich ein Bild bei ihm aufgehangen im Büro. Das wusste er zum Beispiel noch, wenn man ihn so trifft und so. Ich kann sagen, ich habe noch keinen Tag gehabt in den 2 Jahren, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht zu Böllhoff kommen. Ich habe keinen Bock aufzustehen. Das hatte ich bis jetzt noch gar nicht in der ganzen Zeit. Man fühlt sich echt wohl, also es ist so wie eine Familie. Ja, bewerbt euch auf jeden Fall bei uns. Es ist echt cool, macht eine Menge Spaß. Es ist eine tolle Firma. Dann lernt ihr so tolle Leute wie mich kennen zum Beispiel oder alle anderen, die hier sonst noch arbeiten. Tolle Sache. Böllhoff, gut. Und jetzt?